Hallo ihr Lieben, dieses Video ist nur für diejenigen, die geistig erwachen wollen, die aufwachen wollen und zurückfinden wollen zu ihrer wahren Natur. In diesem Video geht es um bestimmte esoterische Phänomene, die zurzeit überall im Internet herumgeistern und sich vermehren. Und das ist doch gar nicht schlimm. Denn das Sein erfährt sich ja als alles Mögliche und spielt in millionenfacher Weise, in verschiedensten Varianten. Das gilt natürlich auch im esoterischen, schrägstrich spirituellen Bereich. Doch hier in diesem Video ist es heute besonders einfach. Und dennoch glaube ich, dass die Worte etwas Widerstand auslösen werden. Denn wenn es das nicht täte, würde ich etwas falsch machen. Widerstand ist auch der Verstand. Unser Denken, unser ewiges, unablässiges Denken, das sind viele tausende Gedankenmuster pro Tag, denen wir leider, wenn es so ist, bedingungslos glauben. Und das genau erzeugt eine Illusion, eine Vorstellung von der Welt, wie sie hier zu laufen scheint oder wie sie hier zu sein scheint. Und es erzeugt eben solche Vorstellungen, festgefahrene Vorstellungen auch, wie die spirituelle Welt aussieht. Jenseitige Paralleluniversen, weitere Daseinsebenen, Astralebenen und so weiter. Und weil das immer mehr wuchert, im Internet, aber auch sonst wo, möchte ich heute noch einmal Klarheit in die Spiritualität bringen. Denn das ist auch ein Teil meiner Funktion. Und das Gute daran ist, dass hier einfach auch nur Logik gefragt ist. Ganz klare Logik, so etwas wie 1 und 1 ist 2. Und da gibt es auch keine Fangfragen, sondern wenn ich frage, wie viel ist 1 und 1, dürfte eigentlich bei dir hochsteigen 2. Und genauso ist das hier alles zu verstehen. Und ich sprach ja schon gerade, dass der Verstand auch das Gleiche oft bedeutet wie Widerstand. Aber es gibt auch so etwas wie gesunden Menschenverstand. Das ist dann das gesund geschrumpfte Ich. Das ist dann die Bereinigung des Denkapparates von vielen, vielen tausenden überflüssigen Gedankenmustern, an die wir vielleicht geglaubt haben. Und dann funktioniert dein Denken viel brillanter, viel akkurater. Es kommt dann hoch, wenn du es brauchst. Und du wirst dich über deine eigenen Erkenntnisse und Antworten wundern. Und du wirst auch sehen, dass dieser Denkapparat nicht unnütz ist, sondern dass er manchmal auch ein Eintrittstor sein kann zur Erkenntnis. Und genau das darf heute passieren, das kann hier in diesem Video passieren und ich hoffe es für dich, ich wünsche es dir, dass du viele alte Gedankenmuster, auch was die spirituellen Welten betrifft, loslassen kannst. Dafür braucht es natürlich ein bisschen Mut, ein bisschen Liebe und vor allem das Wissen, was du eigentlich wirklich willst, liebes Sein. Wenn deine Intention ist, deine Absicht hier in diesem bunten Zirkus weiterzuspielen und dich darin zu verlieren, dann ist das natürlich wunderbar. Das kannst du gerne tun. Deshalb habe ich aber eingangs gesagt, dieses Video ist nur für die Menschen, die geistig erwachen wollen. Denn das hat eine Konsequenz. Wenn wir zu unserer wahren Natur kommen wollen, ist es hilfreich, nach innen zu gehen, sich zu erinnern. Das heißt ja auch Selbsterforschung. Das eine selbst erforscht sich selbst. Und damit ist der Kern des Wesens gemeint und nicht das, was nach außen projiziert wird und dann vielleicht bestaunt wird oder geglaubt wird oder dass das ganze Spiel ist, auf das wir selbst hereinfallen. Es ist natürlich vom Sein, dass du bist genauso konstruiert worden. Die Spielregel lautet, erfinde ein Spiel, und dann verliere dich selbst da drin und mit Glück kannst du dich wieder daran erinnern, was du in Wahrheit bist. Und darum geht's hier. Wenn wir geistig erwachen wollen, ist es hilfreich, nach innen zu gehen, das sagte ich ja schon. Und dann ist es nicht hilfreich, und da kommt jetzt bitte deine Logik und dein gesunder Menschenverstand ins Spiel, nach außen zu schauen. Das sogenannte Außen. Natürlich ist klar, dass du der Projektor bist, das Licht der Welt, und du erschaffst alles im Außen. Aber diese Außendinge sind ja gerade dazu erschaffen worden, dich von der Selbstfindung abzuhalten.
dich davon abzulenken. Das ist ein Spiel, das ist nichts Schlimmes, wie gesagt, aber so läuft das Spiel und es kommt darauf an, was du wirklich willst, liebes Sein. Ich nehme jetzt mal an, dass du vielleicht mit Glück doch geistig erwachen willst. Was heißt geistig erwachen? Du bist natürlich im Ganzen schon wach, weißt es wahrscheinlich aber noch nicht, weil du dich vielleicht noch abgelenkt fühlst. Vielleicht gibt es dann auch noch menschliche Sorgen, die sich dazu gesellen, Unsicherheiten oder Hoffnungen und diese ganzen Sachen. Diese ganzen Hoffnungen entstehen auch durch esoterische Geschichten, wie zum Beispiel in dem Inneren unserer Erde gibt es irgendwelche Lebewesen, die Erde ist von innen hohl und da gibt es dann Aliens oder Außerirdische, die unserer Zivilisation hier oben auf der Oberfläche weit überlegen sind und mit Glück uns irgendwann helfen werden. Oder auch nicht. Wer weiß. Und auch das ist nur eine Geschichte, die jetzt in der Gegenwart auftaucht. Eine Geschichte, die jetzt vom Sein gemacht wird, samt aller sehr überzeugenden Empfindungen und Überzeugungen, dass es genauso ist mit den inneren Aliens, meine ich, wie es ist. Natürlich ist das Fake. Das dürfte dir ein bisschen klar sein, wenn es darum geht, in der Gegenwart sein zu wollen, in der Gegenwart sein zu sollen, wenn du deine wahre Natur entdecken willst. Denn wo sind jetzt diese Aliens? Wo ist die innere Erde? Oder wo sind andere Dinge, auf die ich gleich noch zu sprechen komme? Wo sind sie? Öffne die Augen und siehe glasklar jetzt hin, wieder einmal, 1 und 1 ist 2, und frage dich, ist es jetzt wirklich da? Sind die Sternenkonstellationen, die uns astrologisch beeinflussen, jetzt wirklich da? Was ist in meinem Raum hier wirklich los? Also in meinem Zimmer, tatsächlich ganz profan. Was geht jetzt hier vor sich? Und du würdest zu einer sehr einfachen Erkenntnis kommen. Da steht dann vielleicht ein Bildschirm vor dir, du hörst eine Stimme, vielleicht ist eine Lampe in deinem Raum oder du hast eine Tasse Tee oder und du hast eine Tasse Tee oder Kaffee, da stehen ein anderes Getränk, was weiß ich. Das ist die profane Realität jetzt in diesem Moment. Und das ist wunderbar, denn das ist das, was gerade ist. Und das Funkeln, das Heilige, kannst du auch in deiner Kaffeetasse entdecken. Natürlich hat es einen tröstlichen Aspekt, an Astrologie zu glauben, an Kartenlegen, an Wahrsagerei, an Vorhersehungen, an Aliens in der inneren Erde und so weiter und so fort. Du kannst dir die ganze Litanei, die unendlich lange Liste der Esoterik selbst aufschreiben. Ich glaube, du kennst dich da besser aus als ich. Und noch einmal, das sind alles Dinge im Außen, die dich wegführen, wegführen wollen. Das sind die Spielelemente, die wollen dich magnetisch wegziehen von deinem inneren Kern und dann dir etwas vorgaukeln und sagen, da kannst du Trost finden und Halt und Stabilität. Doch was ist es, was diese neuartigen Strukturen braucht oder haben möchte? Es ist natürlich immer noch das Ego. Vorher waren wir vielleicht als ganz normaler Mensch, bevor wir unseren spirituellen Weg beschritten haben, unzufrieden oder haben uns an andere Strukturen gehalten, Arbeitsstrukturen, Beziehungsstrukturen, ganz gewöhnliche, normale Dinge und hatten das irgendwann satt oder hatten keine Lust darauf. Das fanden wir langweilig oder wir fanden es auch bedrohlich, nicht tröstlich genug, nicht sättigend genug und so weiter. Und so begeben wir uns dann auf einen spirituellen Weg, um etwas anderes zu finden. Und wenn wir nicht aufpassen, nicht achtsam genug sind, bleiben wir in diesen Außen-ESO-Kindergarten hängen. Und es ist, noch einmal, es ist in Ordnung, es kommt darauf an, was du willst, liebes Sein. Wenn du erwachen willst, sind dann diese ganzen Dinge im sogenannten Außen nur Umwege. Der Dirk hier hat auch einige Umwege gemacht, alle möglichen Techniken ausprobiert, verschiedene esoterische Rituale begangen, Ausbildung gemacht und so weiter. Doch irgendwann kam eine unmissverständliche Stimme in mir auf, die sagte, das muss doch einfacher gehen, das kann nicht der Weg sein, sich noch weiter in irgendwelchen Sachen zu verzetteln über Jahre und die dann sehr lieb zu gewinnen und irgendwann festzustellen, eine bittere Pille, aber so war's, es führt mich kein Dort weiter. Da war ich dann durch Glück grundehrlich irgendwann zu mir und habe dann die ganzen Zöpfe abgeschnitten und traf dann auf jemanden, der mir dann sagte, wo ich hinzuschauen hatte und wie einfach das ist. Und das hat ja dann auch die Wirkung gezeitigt. Und das möchte ich auch erreichen, dass du diese Einfachheit findest und wertschätzt. Das Ego liebt Kompliziertheit, es kann mit Einfachheit nicht umgehen. Es sagt immer, es muss doch
kompliziert sein, es kann nicht so einfach sein. Doch es ist so. Es ist super einfach. Es ist nicht leicht, von diesen ganzen esoterischen Dingen loszulassen. Wir befassen uns vielleicht damit seit 10 Jahren, 20 Jahren und noch länger, sind vielleicht auch sehr firm da drin, haben also ein enormes Fachwissen möglicherweise angesammelt. Oder es kann auch sein, dass wir das auch unterrichten oder damit auch unser Geld verdienen, vielleicht sogar anderen Menschen die Karten legen oder einen YouTube-Channel haben, wo gesagt wird, noch ein wenig warten und dann wird im Jahr 24 eine Schwingungserhöhung kommen und viel mehr Menschen auf der Erde werden erwachen. Oder vielleicht werden uns ja auch die Wesen aus der inneren Erde irgendwann holen oder erleuchten. Und du merkst, dass in so einer Geschichte auch ein gutes Quantum Hoffnung vergraben liegt oder vielleicht sogar offensichtlich ist, aber Hoffnung ist ohne ein tatsächliches Wissen auch ein trügerisches Wort, weil nicht klar ist, ob das wirklich so eintreffen wird. Also mischt sich mit der Hoffnung auch immer ein kleiner Zweifel, nämlich was passiert, wenn das nicht eintrifft? Was ist, wenn wir nicht Rettung aus dem Außen bekommen? Denn das ist genau das, wonach du vielleicht noch strebst, wenn du nach esoterischen Dingen strebst. Du suchst Konstrukte, Hilfe und sonst was im Außen. Das können auch Engel, Channelings sein oder irgendwas. Du glaubst dann vielleicht noch, das ist vielleicht nicht bei jedem Zuschauenden jetzt so, aber vielleicht glaubst du noch, dass etwas aus dem Außen dir helfen kann, weil etwas aus dem Außen etwas anderes ist als du. Und das ist die Illusion. Du bist das eine Sein, das alles erschaffen hat. Die Fülle, die Erfüllung und die Sicherheit findest du nur hier, direkt hier und jetzt in deinem wahren Selbst, in deinem Kern. Und dazu können wir den menschlichen Körper wunderbar benutzen. Wir können nach innen gehen, zunächst einmal die Gedankenflut beobachten, dann werden die Gedanken weniger und dann taucht mit Glück die Stille auf. Nichts gleicht in dieser Welt dem Göttlichen und dem Heiligen so sehr wie die Stille. Aber das ist nicht nur eine Abwesenheit von Geräusch, sondern die Stille, von der ich spreche, ist eine Anwesenheit von liebender Präsenz. Und genau das ist deine wahre Natur. Das ist das, was du bist. Und dazu braucht es überhaupt nichts im Außen. Ich glaube langsam, dass du verstehst, wovon ich hier spreche. Es ist schön und schick, nach außen zu gucken und sich die ganzen verschiedenfarbenen Äpfel am Apfelbaum des Lebens und der Welt und der Galaxien anzuschauen. Doch die Wahrheit liegt in dem Stamm, im Kern, in der Wurzel. Und dann brauchst du die verschiedenen Äpfel nicht mehr zu pflücken und dich nicht zu wundern oder zu ärgern, dass du noch nicht alle Stufen der Astralebenen erreicht hast, dass du noch nicht alle Einweihungsstufen in verschiedenen Yoga- oder sonstigen Verfahren erreicht hast, dass du noch nicht irgendwo ein Master geworden bist oder ein Meister, sondern nur Practitioner und, und. Du weißt genau, wovon ich spreche. Und es mag sein, dass du jetzt ärgerlich wirst oder wütend und sagst, ja, die Transformation kann aber auch durch andere Wesen beeinflusst werden oder ich kann die Transformation auch mittels anderer Hilfe erfahren. Und das ist eine weitere Illusion, denn wie kannst du das beurteilen, wie könntest du das beurteilen, wenn du deine eigene Transformation nicht schon abgeschlossen hättest, nicht abgeschlossen hast, vielmehr. Nur Sehende können sehen, Blinde können nicht sehen. Das ist keine Eitelkeit oder Arroganz, das ist einfach so. Und wenn du dann siehst, was hier gesehen wird, würdest du lachen über das, was du jahrelang gemacht hast und was du jahrelang vielleicht bis aufs Blut verteidigt hast. Das ist nun mal so. Jetzt kommt es nur darauf an, dass du die Bereitschaft für dich selbst entwickelst, nach innen zu schauen. Du musst diesen Worten überhaupt nicht glauben, denn es geht nicht darum, was dieser Dirk hier sagt. Es geht darum, dass du deine wahre Natur entdeckst und die Stimme hier, die du selbst bist. Es ist eine Spiegelung, das eine Sein spricht mit sich selbst, sagt, schau in dich hinein. Die Stimme sagt nicht, schau mich an, wie toll ich bin oder schau meine tollen Verfahren an, schau meine Kartenlegungen an, schau meine Weissagungen und Prophezeiungen an, komm zu mir in Scharen und lauschet meinen weisen Worten, was ich euch zu geben habe. Ich habe dir nicht zu geben, ich möchte dir nur etwas wegnehmen und zwar den Schleier
über deine Achtsamkeit den Schleier, über das klare Gewahrsein, das du schon jetzt bist. Irrglauben möchte ich dir wegnehmen oder die Angst möchte ich dir nehmen, die Angst, dass du ohne diese Stützen nicht zurechtkommst. Ich sage dir, hier und jetzt, sehenden Auges, du kommst super mit allem zurecht, weil du schon alles bist. Du bist die Stütze, du bist der Quell, du bist das goldene Licht, du bist der Urquell, das eine liebende göttliche Sein, aus dem alles entstammt. Wie könnte dir also etwas fehlen? Mein weiteres Gedankenmuster des Egos, auch des spirituellen Egos, mir fehlt noch etwas. Also rennen wir los in einem Mangelgefühl und suchen irgendwas im Außen. Und wenn du dann auch noch an Spiegelgesetze oder sowas glaubst, dann müsste dir klar sein, dass wenn das Spiegelgesetz wirklich funktioniert und du einen Mangel empfindest und denkst, diese Methode kann mir noch was geben oder diese Wahrsagerin kann mir noch was geben oder diese Prophezeiung kann mir noch was geben oder die Aliens können mir noch was geben aus dem Inneren unserer Erde, dann müsstest du mit deiner Logik, deinem Menschenverstand, denn eins und eins ist immer noch zwei, zu dem Schluss kommen, dass, wenn das Spiegelgesetz funktioniert, dass ein innerlich mangelhafter Mensch, anders gesagt ein Mensch, dem etwas zu mangeln scheint, so, im Spiegel auch nur etwas spiegeln kann, was auch einen Mangel hat. Ein leerer Eimer kann nur leere Eimer projizieren. Ein Mangelwesen kann nur Mangelwesen widerspiegeln. Kommst du auf die Idee, dass dir nichts fehlt, sondern dass du unheimlich viel zu geben hast, wird der Spiegel dasselbe tun. Stell dich einmal in den Flur vor einen menschenhohen Spiegel und mach diese Übung. Mach einmal so und schau an, was der Spiegel tut. Und mach einmal so, gib her, gib her, gib her. Und schau, was der Spiegel tut. Er macht dasselbe. Deswegen ist Geben seliger denn Nehmen. Und das ist auch das Einzige, was du bist. Du bist ja schon die Fülle des Lebens, aus dem alles hervorsprudelt. Der Quell. Noch einmal ganz klar, die Beschäftigung mit diesen Dingen ist nicht unbedingt ein Widerspruch zum geistigen Erwachen, ein Widerspruch zum Erleuchtetsein, sondern die Beschäftigung mit diesen Dingen ist einfach nur ein Umweg. Und dann ist die Frage, was du möchtest. Ich sagte es schon zwei oder drei Mal in diesem Video. Was willst du wirklich, liebes Sein? Was ist deine Sehnsucht? Du kannst Umwege machen, du kannst aber Umwege auch lassen. Und dann ist es äußerst hilfreich, nicht auf dein klagendes Ego zu hören, was dann mit einer riesigen Wahrscheinlichkeit Folgendes sagen wird: Das ist mir zu langweilig. Das Ego will es immer kompliziert haben und bunt und spannend. Das geistige Erwachen ist überhaupt nicht spannend. Es ist mit einer gewissen Bereitschaft verbunden und einer gewissen Disziplin, sich zum Beispiel regelmäßig in Stille hinzusetzen und damit anzufangen und die Bereitschaft zu haben, das ganze andere Shishi, womit du dich vielleicht schon Jahrzehnte beschäftigt hast, loszulassen. Und da gibt's dann den größten Widerstand. Das wird oft sehr stark verteidigt und auch mit einer gewissen Verärgerung. Das macht aber nichts. Dieses Video ist nur für Menschen, die wirklich geistig erwachen wollen und für diejenigen, die auch reif dafür sind. Ein größerer Apfelbaum ist kein besserer Baum als ein kleinerer Apfelbaum. Er ist genauso wertvoll, bloß kann er schneller Früchte bringen. Das ist geistige Reife. Ich wünsche mir von Herzen und dir von Herzen, dass du einer derjenigen, vielleicht wenigen bist, wo diese Worte einsacken, wo der Mut und die Liebe vorhanden ist, das aufsteigen zu lassen, dich dafür zu öffnen und eine neue Entscheidung zu treffen, nämlich die Entscheidung, die ganzen alten Dinge irgendwann loszulassen. Und wenn es geht, so schnell wie möglich, wenn du das dringende Bedürfnis hast, aufzuwachen. Allen anderen wünsche ich weiterhin viel Spaß an ihrem Spiel und bitte, wenn du so spielst, erzähl den Menschen nichts, was du nicht wirklich selbst erkannt hast. Lehre nichts, was du nicht bist. Lehre nichts, was du nicht wirklich im Tiefsten weißt, sondern dann sei lieber still. Diese ganzen Sachen
von denen ich gerade sprach, die verschiedenen esoterischen Welten, Techniken, Ebenen, die ganzen Dinge, sollen dir vielleicht Trost spenden. Vielleicht suchst du Trost, ich weiß es nicht genau. Doch wenn da eine Unsicherheit drin steckt, und in allem, was nicht deine wahre Natur ist, steckt Unsicherheit, das ist die Natur des Vergänglichen, dann stiftet es Unfrieden. Du suchst Trost und findest Unfrieden. Du suchst Trost und findest in Wahrheit Unsicherheit, wenn du ganz, ganz ehrlich bist. Der einzige unzerstörbare, wahre Frieden, die Stabilität in diesen Zeiten hier, in dieser Welt, liegt nur in dir. Du bist das unverrückbare, stabile Licht dieser Welt. Ausnahmsweise möchte ich heute mal mit einem Zitat, das sehr berühmt ist, des Kurses in Wundern enden. Nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert. Was ist unwirklich? Alles, was jetzt nicht hier ist. Oder alles, was nur in deinem Köpfchen jetzt auftaucht. Das ist im Vergleich zu dem, was hier erscheint, nicht wirklich. Das einzig Wirkliche bist du, liebes Sein. Das, was du im Kern bist. Das göttliche Eine und dazu noch alles und nur Liebe.